ich bin ein extrem selbstbewusster Demokrat und ich glaube, dass unsere Demokratie, die Mechanismen, die geschaffen worden sind in diesem Land, ultra stabil sind, um Bedrohungen, wie auch immer sie aussehen mögen, abzuwehren. Deswegen habe ich da keine Sorge. Was unterscheidet mich als selbstbewussten Demokraten von den Grünen? Die Grünen halten sich für die Demokratie. Ich tue das nicht. Ich bin ein selbstbewusster Demokrat mit politischen Ansichten. Die Grünen halten sich für die Demokratie. Ganz klar, in deren Selbstbild, wer gegen die Grünen ist, ist gegen die Demokratie. Und deswegen vermutlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Das halte ich für gefährlich. Ich muss zu dieser Konferenz da in Potsdam sagen, ich halte es nicht ansatzweise für eine Wannsee-Konferenz. Ich halte das für eine übelste Relativierung des Nationalsozialismus, weil der Effekt, der ja entsteht, ist, dass doch Menschen sagen, wenn sie es immer wieder lesen, Wannsee-Konferenz, 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 und sich dann die Fakten anschauen, werden sie doch sagen, naja gut, also wenn das eine Wannsee-Konferenz war, dann kann die Wannsee-Konferenz doch nicht so schlimm gewesen sein. Wenn das Nazis sein sollen, naja, dann können die Nazis doch nicht so schlimm gewesen sein. Das ist eine der schlimmstmöglichen Relativierungen des Holocaust und des Nationalsozialismus, die ich mir überhaupt vorstellen könnte. Man sollte diese Vergleiche nicht ziehen, weil dieses Verbrechen tatsächlich in ganz vielerlei Hinsicht eine Einzigartigkeit hat, mit der man das, was heute passiert, nicht vergleichen kann. Nichtsdestotrotz ist es mir unbegreiflich, wie man als AfD sich auf diese teilweise auch wirklich stupiden Kampfnarrative immer wieder einlassen kann. Ja? Wie man so verbissen und verbittert. Ich verstehe Verbissenheit und Verbitterung, wenn man ja auch angefeindet wird, zum Beispiel, ja, im politischen Alltag. Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitz-Fallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Aber ich glaube, dass diese Verbissene und Verbittert, und da müssen wir alle, dass das für diese Partei, die am Ende ja im Osten schon teilweise Volkspartei ist, und das ist ja ihr erklärtes Ziel, Volkspartei werden will, dass das ein totaler Irrweg ist. Ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem hochrangigen AfDler in irgendeinem Bericht aus Berlin, glaube ich. Da hatten junge Nachwuchs, aufstrebende Nachwuchs-AfDler, hatten auf einer Party sich ein Lied gewünscht und das dann quasi umgetextet und dazu gesungen, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Und der AfD-Sprecher wurde dazu befragt und sagte, naja, die haben halt Bier getrunken und mit Ausländern. Nein, wir Konservative sagen nicht Deutschland den deutschen Ausländer raus. Das ist eine rechtsextreme Parole. Und es ist auch dumm von der AfD zu glauben, ja, wir müssen das jetzt irgendwie relativieren, weil unsere Wähler denken ja vielleicht auch so. Nein, die meisten AfD-Wähler sind entweder ehemalige CDU-Wähler oder ehemalige SPD-Wähler oder ehemalige FDP-Wähler, wenige ehemalige Grünen-Wähler. Und die glauben nicht Deutschland den deutschen Ausländer raus. Und die finden es auch nicht normal, auf einer Party das sich als Lied zu wünschen und dann mitzugrölen. Also ich glaube schon, dass die AfD sich aus vielerlei Gründen an manchen Positionen total verrannt hat und an manchen Positionen rechtsextrem ist und Rechtsextremisten in ihrer Partei duldet und dass sie das im Idealfall reinigen sollte. Ich glaube aber nicht, dass daraus eine Bedrohung für unsere Demokratie hervorgeht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Schreckgespenst, was geschaffen wird, um von den politischen Themen, die diese Regierung gerade hat, massiv abzulenken. Ich tue mich schwer mit Erwartungshaltung an Politiker. Ja? Aber ich glaube tatsächlich, dass die AfD immer noch in zu großem Ausmaß Dinge zulässt, die es mir persönlich als Reagan Republican absolut unmöglich machen würden, die AfD zu wählen. Absolut unmöglich. Ich sehe, dass Millionen Menschen im Land das inzwischen anders sehen, die vermutlich vielleicht auch aus einem ähnlichen Lager kommen mögen wie ich, die zu anderen Schlüssen kommen. Ich halte die nicht für Rechtsextreme. Ich glaube aber tatsächlich, dass die AfD immer noch in Dinge tut, Dinge duldet, die mit konservativ nichts zu tun haben und aus meiner Sicht auch an ganz vielen Stellen ohne Not. Die Geschichte der FDP ist eine Geschichte des Untergangs. Die FDP hat von jedem einzelnen Wahlversprechen, was sie gegeben hat, das Gegenteil getan.
versucht es jetzt in den Spin zu retten, wir haben das Schlimmste verhindert. Ich bin gespannt auf den Erfolg einer Wahlkampagne, wo auf den Plakaten steht, wir haben das Schlimmste verhindert. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wir sehen, dass die FDP teilweise auf 1, 2, 3% fällt. Die FDP hat sich einfach zum Ermöglicher linksideologischer, linksextremer, grün-ökosozialistischer Politik gemacht. Das ist die schlimmste Position, in die man die FDP hätte führen können. Und ich kenne viele Menschen, die FDP gewählt haben, die einen ganz festen inneren Entschluss gefasst haben und der lautet nie wieder. Bei Friedrich Merz, muss ich sagen, finde ich bemerkenswert, wie er etwas herbeigeführt hat in der Union, was aus meiner Sicht überragend notwendig war, um überhaupt die Chance zu haben, wieder Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das war der Bruch mit Angela Merkel und der Politik von Angela Merkel. Das ist schon was ich in den letzten Monaten beobachtet habe, dass es ihm gelungen ist, eine Komplettabkehr, eine programmatische Komplettabkehr von Angela Merkel herbeizuführen, ohne ein böses Wort über sie zu verlieren. Das hat er auf sehr kluge Weise andere Leute machen und kommunizieren lassen und ohne den immer noch sehr mächtigen, sehr linken Angela Merkel Flügel in der CDU zumindest öffentlich gegen sich aufzubringen. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Es gibt diesen Flügel, dieser Flügel möchte immer noch, dass ein linker CDUler, Hendrik Wüst, Daniel Günther, Kanzlerkandidat wird. Im Süden lauert Markus Söder, der sich so positionieren wird, wie die Mehrheiten in der Union dann eben gerade stehen. Das heißt, das ist für Friedrich Merz noch nicht gewonnen. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass Friedrich Merz immer so kann, wie er möchte. Ich muss aber sagen, dass der Friedrich Merz, der Friedrich Merz, so wie er, glaube ich, ist, der Friedrich Merz, der so könnte, wie er wollte, mir persönlich ein politisch nahestehender Friedrich Merz ist. Die Frage ist halt, kann Friedrich Merz die CDU an den Ort führen, an dem er sie haben will. Ja? Oder killen ihn die Merkel-Leute früher, so wie sie ihn schon mal gekillt haben. Sie werden alles dafür tun. Aber Wirtschaftskompetenz, Empathie, konservative Empathie, Subsidiarität, kein Versorgungsstaat, kein Nanny-State, kontrollierte Migration. Ich glaube, dass das seine tiefen Überzeugungen sind. Und das muss ich sagen, als jemand, der auch in vielen Wahlen CDU gewählt hat, ist es für mich schon mal erleichternd zu sehen, dass ich glaube, da jemand ist, der von Dingen überzeugt ist, von denen ich persönlich auch extrem überzeugt bin. Die Frage ist halt, und dies alles andere ist entschieden, kann er das durchsetzen? Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligung und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später
wird zu etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.